So, willkommen zurück zu The Darkness 2. Ich habe jetzt nach der letzten Folge doch nochmal die Audio-Level ein wenig hochgedreht, weil, ja, ich will ja auch, dass ihr was von dem Spiel genießen könnt und, oh, was darf ich damit machen? Oh mein Gott, ja, bitte, bitte, bitte. Ganz ehrlich, in diesem Spiel fühlt sich das aber recht gut an. Ach, da kann ich immer mehr Sachen rausziehen und stecke ich den noch daneben. Okay, das gefällt der Dunkelheit. Kann ich den Zaun dann irgendwie so kaputt machen? Ja. Und jetzt seht ihr schon, ich steuere den rechten Arm mit RB, den linken Arm mit LB, wenn er draußen ist. Ich weiß nicht, warum der jetzt weg ist, ehrlich gesagt. Und ja, ich gehe fest davon aus, das kann man besser steuern, wenn man einen Xbox-Controller benutzt. Natürlich kann man vielleicht nicht ganz so präzise zielen, oder, aber. Oh mein Gott, man kann das ja sogar so kontrollieren mit dem rechten Stick. Was? Da war so irgendwie so ein Herz, oder? Wow! Kann ich das. Muss ich das Herz nicht irgendwie ernten oder so? Wow. Aber irgendwie, seien wir mal ehrlich, das ist eine Rachegeschichte. Und muss eine Rachegeschichte nicht auch ein bisschen deftig sein? Also ich finde, sonst kommt sowas doch nicht rüber, oder? Finde ich zumindest. Es muss ein bisschen rabiater sein. Oh. Wobei es natürlich sehr übertrieben ist in diesem Spiel. Ungelogen. So. Na? Und was kann ich damit jetzt machen? Oh mein Gott. Aua. Okay, den habe ich einfach mal durchgeschnitten. Um den zu betäuben? Ich will den aber nicht betäuben. Kann man nicht irgendwie. Ich wollte eigentlich das Herz rausnehmen, weil das muss man, glaube ich, sammeln. Oh. 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 Ah. Um entfernte Waffen aufzuheben. Jetzt habe ich so ein. Ja, so ein Ding will ich aber gar nicht haben. Lass ich den einfach mal hier liegen. Okay, gehen wir mal. Ah, hier ist eine Waffe. M1911. Tut mir leid. Kann ich diese auch werfen? Meint ihr, ich treffe den? Oh, das ist herrlich. Aber jetzt seht ihr schon, was ich meine. Ich benutze die Arme, gleichzeitig kann ich schießen. Und das würde, glaube ich, nicht mit Maus und Tastatur richtig funktionieren, weil. Alleine fürs Rumlaufen, Springen und so weiter würde man schon vier Finger oder so benutzen. Was man beim Controller einfach nicht tut. Da benutzt man zwei zum Gehen, den einen für vier andere Tasten und dann hat man noch so viele Finger frei, um das alles zu kontrollieren. Kann ich auch da eine Tür rausnehmen? Oh mein Gott. Meint sich. Ah, ich habe aber nicht getroffen. Ich probiere das nochmal. Einen Moment. Das muss richtig gehen. Habe ich den gespalten? Ich glaube ja, oder? Darf ich auch die Tür mal mitnehmen? Ja. Und zack. Sehr schön. Also wer das jetzt scheiße findet, dass ich das gerade so gut finde, dass ich hier Leute zerschneide und so, kann ich nachvollziehen. Ich persönlich habe zum Beispiel, wenn es an Filme geht, auch ein Problem damit, wenn Gewalt so extrem übertrieben dargestellt ist. Aber in so einer. Ich glaube allgemein durch Videospielgrafik bin ich distanziert genug, um das einfach als Rache zu sehen. Und es nicht so schlimm zu finden, allgemein. Okay, wer ist das denn da? Ein Gnom. Nein. Küsschen gefällig stand im Deutschen. Okay. Hat der jetzt echt gepupst? Der hat jetzt echt gepupst. Ich nehme an, den kennt man vielleicht doch schon aus dem ersten Teil. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihn ja leider nicht gespielt, auch wenn ich es gern getan hätte. Aber naja. Micro-Uzi. Oh, danke. Da kann ich jetzt nicht beide halten? Oh, ist das fantastisch. Jetzt habe ich vier Waffen im Prinzip gleichzeitig. Kann ich die da rausziehen? Oh, zieh sie raus. Oh, sehr gut. Oh, was liegt denn da auf dem Boden? Oder was ist das hier? Ein Relikt. Okay, ich weiß nicht, was das gebracht hat. Ich nehme mal an, das sind Collectibles oder so. Oh, sprinten kann man auch. Was denn? Talente kaufen. Ich habe 560 Essenz, okay, dann schauen wir mal rein. Mit Essenz der Finsternis, die ihr durch das Töten von Feinden bekommt, kann Jackie neue, noch mächtigere Kräfte freischalten. Kaufe jetzt das Talent Herzfresser. Ah, das war das, was mir gefehlt hat. Okay, dann kaufe ich mal Herzfresser. Jackie's got talent. Okay. LB und RB. Wie durch die vier L. Was?
Ich kann hier aber gar nichts machen. Ah, habe ich noch genug Essenz? Ich habe noch genug Essenz, merke ich gerade. Ah, gesunde Hinrichtung. Greife verwundbare Gegner und drücke A für eine gesunde Hinrichtung. Ah, dann kann ich was regenerieren, okay. Nee, das brauche ich nicht. Okay. Nee, das finde ich auch doof. Oder? Oder nehme ich das? Dann kann ich ihn so aus der Luft schießen. Ich glaube, ich kaufe das hier mal. Okay. Wird mir jetzt gesagt, wie ich das machen kann? Okay. Ich werde dir folgen. Kann ich das durch den Zaun werfen? Nee, oder? Bollocks, okay. Welche Kiste? Was? Ah, okay. Achso, das ist ein elektronisches Schloss. Klar. Was denn? So, wie kann ich die jetzt in die Luft schleudern? Oh, ups, ich wollte gar nicht schießen. Wie kann ich die jetzt in die Luft schleudern? Ach so, kann ich die in die Luft schleudern, okay. Oh shit, ich bin ja schon fast tot. Oh Gott, das war nicht klug. Ist hier noch ein Gegner irgendwo? Und jetzt kann ich dir ein Herzen essen, oder wie? Oh ja. Herzen. Okay, dann schieße ich einfach mal. Oh, komm schon. Oder habe ich noch irgendwas Schönes zum Werfen hier? Jetzt am Anfang will ich natürlich noch ein bisschen damit rumspielen. Oh, was habe ich denn hier? Zack. Oh, der hat das überlebt. Okay. Ja, aber diese Shooter-Mechanik und so, das fühlt sich echt super an. Auch mit dem Xbox-Controller, glaubt mir. Vielleicht sogar, ich würde halt eher echt sagen, besser mit dem Xbox-Controller sogar. Komm schon, ich will das Herz haben. Was ist jetzt los? Wieso ist alles schwarz? Ah, wegen der Sonne, oder? Ich muss, wegen der Sonne. Wegen der Lampen. Ich muss ein bisschen auf die Lampen achten. Zack. Ich nehme an, die muss ich auch kaputt schießen dann. Okay, den haben wir auch. Hier ist noch ein Herz zum Verzehren. Und die Tür nehme ich mit, um den nächsten umzuhauen. Wo ist er? Zack. Haha. Ah, das ist herrlich. Das macht super viel Spaß. Es fühlt sich total dynamisch an, was man hier machen kann. Oh, gegen wen kämpfen die denn da hinten gerade? Warum ist jetzt Zeitlupe? Habe ich nicht verstanden. Okay. Ja. Einmal die Tür bitte. Sehr gut. Ach, das sind schon wieder unsere Mafia-Typen, oder? Ich finde es irgendwie seltsam, dass wir jetzt der Mafia angehören. Ich dachte eigentlich, im ersten Teil hätte man gegen die gespielt oder so. Obwohl, wir sind ja der Chef, also... Also, naja. Ich weiß nicht so genau. Ich habe die Story, ich kenne den ersten Teil ja nicht. Okay, komm, ich will das Herz haben. Geht so nicht auf die Distanz, okay. Müssen wir erstmal den ausschalten. Ich baller eigentlich zu viel. Eigentlich muss ich viel mehr meine Arme benutzen. Muss ich hier runter, oder? Oh, hier ist Licht, oder wie? Ah, das kann man ausschießen, okay. Wie viel Munition habe ich denn noch? Ah, noch genug. Okay, dann lasst uns mal da runter. Achso, er beamt sich immer wieder. Kann ich die auch aufheben? Schade. Mal einen Schluck trinken oder so. Was war das denn gerade für ein Übergang? War ein bisschen hakelig. Warum lachst du? Okay, einmal das Licht ausmachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir wären fast gestorben. Okay, einmal weg. Einmal die Tür kaputt machen. Komm schon. Ach, sehr gut. Erinnert mich ein bisschen gerade. Ich spiele auch zufällig gerade im Parallel Batman Arkham Asylum. Irgendwie erinnert mich das mit den Türen da so ein bisschen dran. Alter. Okay, erstmal die ganzen Lampen ausschießen. Fast schon ein bisschen wie Splinter Cell, ne? Kann ich diese Bank nehmen? Ach, komm mal her. Ey, du da. Oh, shit. Ah, Mist. Ich habe nicht an das Licht gedacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind ja Menschen der Dunkelheit. Wir müssen drauf achten. Dass wir das nicht... Dass ich da nicht so oft reingehe, muss ich drauf achten. Ja, mach den mal kaputt, bitte. Oh. Echt nicht zimperlich, das Spiel. Okay, okay, okay. Ich brauche ein bisschen Munition auch. Ah, ich muss die Munition wirklich so selbst aufheben. Okay, muss ich auch mehr dran denken. Ah, oh, Licht schon wieder. Kann man das auch mit dem Arm kaputt machen, das Licht? Ah ja, wir müssen nicht immer Munition dafür verschwenden. Komm schon, zack, zack. Hüpf mal rüber. Okay, oh, hier ist schon wieder Licht. Oh, ich muss mich da echt dran gewöhnen. Oh, shit. Ich muss mich echt dran gewöhnen, auf diese Lampen zu achten. Es sind wirklich viele Lampen hier, also... Tut mir leid, aber dich zerschneide ich jetzt einfach. Oh, hätte ich den auch so... Hätte ich auch meine Arme gerade kombinieren können?
Was machst du denn da? Pinkelt der da ernsthaft auf... Ich wette, der hätte eigentlich auf ihn pinkeln müssen. So. Okay, noch ein bisschen mehr Munition brauchen wir auch. Wobei ich gerade eher den... Kann ich auch Zivilisten eigentlich nehmen? Ich will es einfach nur ausprobieren, damit ich weiß, ob es... Oh. Ich will nur wissen, ob es geht, wisst ihr? Ich habe die Vermutung, es geht nicht. Okay. Ist vielleicht auch besser so, weil das wäre dann ja wirklich ein bisschen happig. Obwohl es natürlich freiwillig ist, also jeder... Das heißt ja nicht, dass jeder dann Zivilisten quälen muss. Aber ich denke, die... Ich glaube, das wäre sehr ungern gesehen. Ich wollte was ausprobieren. Ich wollte gucken, ob ich die Arme kombinieren kann. Kann ich jetzt so einen Seitwärtsschlag mit dem Arm machen und den zerschneiden? Oh mein Gott, das geht ja wirklich. Oh. Okay, man kann sogar noch ein bisschen kreativ sein dabei. Oh ne, ah, Licht. Erstmal den Typen abknallen. Boah, ich kann schon wieder nicht nachladen. Ich habe schon wieder alles verbraten. Okay, einmal das Licht kaputt machen. Kann ich dir nicht irgendwas entgegenwerfen? Ah, hier ist noch Munition. Einmal die Munition bitte aufheben. Oh, ich weiß nicht, ob das noch anfängt, mich zu nerven, wenn ich die Munition immer wieder aufheben muss. Ich bin es einfach gewohnt, dass man einfach drüber läuft, glaube ich. Ja. Lass mich mal in Ruhe. Kommt mir so vor, als gäbe es diese U-Bahn schon im ersten Teil. Ja gut, U-Bahnen sehen natürlich nie so viel unterschiedlich aus, aber ich kenne Spielszenen aus dem ersten Teil. Die U-Bahn sah exakt gleich aus. Aber naja, U-Bahnen sehen ja nicht unbedingt viel unterschiedlich aus. Aber wir könnten uns eine neue Fähigkeit holen. Warum machen wir das nicht einfach mal? Zack, zack, zack. Was haben wir denn hier noch? Ah, dafür habe ich nicht genug. Bodenschmetterer. Und schmetter ihn dann. Greift den Finsterling und wirf ihn auf Gegner. Nee, das finde ich doof. Bringt mehr Gesundheit beim Fressen von Herzen. Ja, ach, kann ich mir nicht leisten. Okay. Schauen wir mal, was in den anderen Dingern noch ist. Ach genau, gesunde Hinrichtung, der Kampfgürtel, erhöht die Munition. Vielleicht brauche ich doch diesen Kampfgürtel, aber ich mach mal... Also das ist so dann hier der Waffenzweig, nehme ich an. Ne, das ist der Waffenzweig. Was ist denn das hier? Jackie kann durch Wände hindurchsehen und schießen, während die... Oh, okay. Oh, ich weiß gar nicht, worauf ich mich hier festlegen soll. Aber ich mache trotzdem das mal mit Gesundheit und Hinrichtung. Wobei ich noch gar nicht auf meine Gesundheit geachtet habe. Oh, da ist tatsächlich ein Gesundheitsbalken. Ich dachte, das würde sich regenerieren wie bei so gut wie jedem aktuellen Spiel momentan. Oh shit, ich muss ran. Greif ihn! Mist. Ich kann die Beine nicht greifen. Ich kann das Herz essen und jetzt Gesundheit davon kriegen. Sehr gut, dass ich mir das geholt habe, würde ich sagen. Ich dachte, ihr wüsstet, auf was ihr euch eingelassen. Mist, hier ist ja Sonnenlicht, dann kann ich die gar nicht greifen, oder? Okay. Ja, einmal bitte. Tut mir leid, aber ich brauche ein bisschen Leben auch. Ja, und so. Von wo werde ich hier beschossen? Hey Typ. Komm schon, greif ihn doch! Okay. Oh, jetzt habe ich ihn weggeworfen. Ah, der ist trotzdem tot. Okay, ich brauche aber Munition dringend. Jetzt habe ich eine Mac. Hebe ich doch beim Rübergehen Munition auf? Okay, wo ist das Licht? Das muss ich einmal ausmachen. Zack, zack. Zack, zack. Komm schon, lasst mich in Ruhe. Oh, den hat's mit... Haha, der Zug hat den erwischt. Oh, einmal laufen. Oh, ich habe nicht so viel Munition, Leute. Ich will nicht mehr so viel schießen. Ich will den greifen da. Kann ich den da nicht durchgreifen? Okay, zack, zack. Einmal. Oh. Ich weiß nicht, ob diese Moves vielleicht irgendwann mal langweilig werden. Man kennt das ja, wenn man Dinge immer wieder sieht. Oder auch zum Beispiel in Spielen oft in Autos einsteigt. Irgendwann nervt einen so eine Animation einfach. Egal, wie kurz sie ist. Aber ich glaube, das wird schon gehen. Die ist brutal genug. Die wird immer unterhaltsam sein. Oh. Warum ist da jetzt schon wieder Zeitlupe? Aber Herz rausnehmen. Ja. Sehr schön. Was denn? Komm schon. Zug! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, das war's dann wohl für die. Und ich würde sagen, damit haben wir dieses Zuglevel, denke ich mal, abgeschlossen. Und ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es geht weiter das nächste Mal.